Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Hallo, hier spricht Marion Wietz aus Grünstadt. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Vor kurzem war ich in einem Schokoladenmuseum. Dort gab es einen Schokoladenbrunnen. Warme, flüssige Schokolade rinnt über mehrere Ebenen von oben nach unten und verbreitet einen süßen, herrlichen Duft. Waffeln und Obststückchen kann man in die Schokolade tauchen und naschen. Immer und immer wieder. Denn ohne Ende fließt die Schokolade. Es ist mehr da, als man überhaupt essen könnte. Die Worte von Jesus erinnern mich an so einen überfließenden Schokobrunnen. Die Liebe, die von Gott kommt, fließt weiter an Jesus und von ihm weiter an uns Menschen. Und wir geben diese Liebe weiter an andere Menschen. Im Überfluss ist die Liebe von Jesus da. Sie fließt von ihm zu mir und hört nicht auf. An so einem Schokobrunnen kann man gut verweilen. Und so ist es auch bei Jesus. Immer wieder spricht Johannes in seinem Evangelium in der Bibel ganz begeistert zu den Menschen, dass sie bei Jesus verweilen sollen. Bei Jesus bleiben. Und Zeit mit ihm verbringen. Denn Jesus möchte ganz mit uns Menschen in Beziehung sein. So wie man Stück für Stück die warme, flüssige Schokolade genießen kann, so brauchen wir immer wieder Zeiten, um bei Jesus zu verweilen. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben. Wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, mit ihm reden im Gebet und auf ihn hören, was er uns durch die Bibel sagen möchte, dann verändert das unser Herz, unseren Verstand und unser Handeln. Denn wir erfahren immer mehr, wie er uns sieht und liebt und erleben, wie er mit uns in unserem Leben unterwegs ist. In unserem Alltag ist das vielleicht gar nicht immer leicht, sich Zeit zu nehmen und ganz bewusst einen Moment bei Jesus zu sein. Da ist so vieles, das erledigt und geschafft werden möchte. Und doch sind es genau die Zeiten, die wir mit Jesus verbringen, die uns neue Kraft für unsere Aufgaben und Herausforderungen in unserem Leben geben. Vielleicht ist jetzt ein guter Moment, um bei Jesus zu sein. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Bleiben. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir bei dir sein dürfen, wie wir sind. Dass wir nichts erst leisten müssen, sondern kommen dürfen mit dem, was uns bewegt und beschäftigt. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder Sehnsucht ins Herz legst, dir zu begegnen. Und dass wir in deiner Liebe und Gegenwart auftanken können. Dass du uns gibst, was wir brauchen. Amen. Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich hält. Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich schützt. Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich liebt. Und so segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.